So, das Ding ist, hier geht's nach rechts oder nach unten. Ich würde gerne mal nach unten. Okay. Wo portet er mich jetzt hin? Wie weit am Ende des Levels ist das? Ja, das ist gar nicht am... Hat mich das zurückgesetzt? Hier war ich doch eben schon mal. Ja, cool Game. Zwischenboss. Ja, hier war ich schon. Fuck your game. Ja, hier bin ich runtergegangen. Was ist eigentlich weh? Wire, was ist... Ist es das, was ich denke? Ist das dieses... Ich kann es hier nicht benutzen, weil es unter Wasser ist. Warum tue ich mir hier eigentlich so schwer? Wenn ich schon ein U-Boot habe, dann benutzen wir das doch. Vielleicht ein bisschen lame, ja. Ein bisschen, nicht viel. Wenn das anfällig gegen den Boss ist, schrei ich vor Lachen. Aber ich möchte Toad zuerst probieren. Darf ich dich bitte wegflaschen? Bitte sag mir, ich kann dich wegflaschen. Was? Okay, die ist super weird, die Waffe. What the fuck? Okay, dann probieren wir... Haben wir noch anderen Shit, den wir ausprobieren können? Nee, eigentlich nicht wirklich. Let's see. Das könnte interessant werden. Ich bin zu langsam. Okay. Ich dachte, das wäre seine Schwäche, aber das ist es nicht. Habe ich seine Schwäche? Ich bin mir nicht sicher, wie viel Schaden Ring gerade gemacht hat. Ich kann Ring zum Beispiel nicht aufladen. Let's see. Nee, Ring ist es nicht. Ich meine, das macht gut Schaden. Aber mit einem E-Tank. Ah, das ist mein letzter. Ja, scheiß drauf. Dude, er ist halt ein Hellseher, wo ich hin will. Der Regen macht auch eh, der mich jetzt auch alles nur. Wie gesagt, meine Idee dahinter war, er ist ein Wassertyp, dann flasche ich ihn halt weg, aber dann halt nicht. Hey. Das waren alle unsere E-Tanks. Yay. Ach mein Gott, das war die Stage. Oh, hab ich schon wieder Lust auf die Stage. Hab ich eine Lust auf die Stage. Die Stage ist Cancer. 20.
Obwohl, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee fürs gleich. Ich hab ne Idee. War das schon hier? Nee. Geht mir den E-Tank, den hätte ich gern. Dann machen wir den mal warum. Was war denn hier an der Stage so schlimm? Oh, das war's. I remember. Okay. So, zwei Leben haben wir. Ring. Es ist nicht Ring und holy shit, hat den Schaden gemacht. Skull. Keine Ahnung, ob es funktioniert hat. Skull. Mein Gott, dass das so ewig dauert, nervt mich. Sieht nicht so aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es tot ist. Nope. Ich muss doch irgendwas gegen ihn haben, oder nicht? Habe ich seine Schwäche nicht? Dann können wir den komischen Wireshot hier ausprobieren. Ich weiß... Das ist Wire, okay. Das haben wir probiert. Bright ist es nicht. Wir haben alles probiert, oder? Aufgeladener Pharao, maybe. Das ist nicht aufgeladener Pharao. Das ist nicht Bright. Es ist nicht da. Ich hab seine Schwäche nicht. Ich bin mir langsam 100% sicher, dass ich seine Schwäche nicht besitze.
Willst du dich nicht einfach wieder einbuddeln, so wie du das die ganze Zeit gemacht hast? Dankeschön. Fick dich! Ibuki, ich bin Spoiler-immun und ich weiß, dass es irgendwo einen Chart gibt. Ich wollte nur wissen, ob ich seine Schwäche habe. Nicht, ob irgendwer gerade rein zufällig seine Schwäche kennt. Wenn ich die unbedingt wissen wollen würde, würde ich es einfach nachgucken. Das Ding ist, ich habe jetzt zwei Mobs und ich habe gefühlt keine von deren Schwächen. Was super weird ist. Weshalb ich es jetzt nachgucke, weil ich es nicht verstehe. Oder irgendwas vermisse oder irgendeine Schwäche komplett merkwürdig ist. Und ich vergesse seit neuestem immer mein scheiß Stream zu tweeten. Drillman's Weakness habe ich nicht. Okay. Das heißt, ich muss wohl oder übel Dive Man machen. Danke, Ravi. Mehr wollte ich gar nicht. Es ist halt ein Unterschied, ob ich quasi frage, habe ich seine Weakness oder was ist seine Weakness? Das ist halt ein bisschen different. Wait, dann mach mal Dive Man, bis ich seine scheiß Weakness rausfinde. Wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, Rush Coil ist. Selfman ist Skull? Echt? Bin der Meinung, ich hatte Skull probiert. Dieser Wal ist nervig. Drill ist die Waffe von Dive. Ah, okay. Ich meine, ich musste irgendwas in so einem Loop sein, weil irgendwie ging ja fast schon nichts anderes. Für Dice muss man aber ins Casino. Ist unser kleiner Freund jetzt gerade einfach in den Abgrund gesprungen und hat uns kein Item gegeben? Dankeschön. Du bist nutzlos! Mein Gott, du bist fucking Rush 2.0. Muss ich bei dem Mob hier ein bisschen Leben farmen. Scheiß auf Leben. Just fucking go. Nehmen die Stages einfach mit Bright tot, einfach weil es kann. Well, so viel zum Thema Todley. Wofür haben wir den Rush Marine? Du.
Ich kann mit Rush hier nicht reinfahren. Geht nicht. Ich drück nach. Es passiert nichts. Rush ist like, na, dude, das ist eine solide Tür. Geht nicht. Ich möchte mir jetzt erstmal ein bisschen sein Muster angucken. Okay, er dasht halt immer auf dich zu. Das müsste halt super easy sein mit Skull. Außer ich kann Skull wieder aufladen, so wie Sola for no reason. Aber ich glaube, das hatte ich schon getestet. Ne, ich kann Skull nicht aufladen. So viel zu seiner Schwäche. Ist ja wohl ein Witz. Ja nicht, ey. Solange ich Input mache, endet der Screen nicht. Was? What the fuck? Das war weird. Dive Missile. Okay. Dive Man, Drill Man, das macht vierfachen Schaden laut dem Chart. Weil 4 mal 0 ist halt immer noch 0 und 4 mal 1 ist auch nur 1, von daher heißt vierfacher Schaden gar nichts. Hab ich gerade gesagt, 4 mal 1 ist 1. Weil, so viel dazu. Die Frage ist halt immer, von was 4? Ja, Nogel, das ist mir dann auch aufgefallen. Ich hasse diese Viecher. Einfach weil die zwei Hits brauchen. Nicht weil sie scheiße sind und der Mob-Typ überhaupt vom Boten gehört. Einfach weil sie kacke sind. Wow, Rabi. Hast du meine Farbe geklaut? Ich glaube, du hast meine Farbe geklaut. Mein Buster unaufgeladen macht ein Drittel. Okay. Ich glaube, das ist meine. Nee, ich glaube, du bist dunkler als ich. Evoki, dein Chart ist betrunken. Fuck, this pop. Okay. Was mit Uncharted, Ravi? Thank you.
Festes. Warst du nicht gestern Abend erst betrunken? Obwohl, du kannst, selbst wenn, warst du garantiert gestern Abend nicht so betrunken wie Hecki. Ja, so heute Morgen. Okay, was hat man gesagt? Dive. 24-7 Star. Halt. Wow, die ist zielsuchend? Ihr wart um 4 im Bett. Ich bin um 3 habe ich mich hingelegt, um 4:30 bin ich wieder aufgestanden. Weil ich nicht pennen konnte. Cause Pain. Ist das hier auch, solange ich Input mache? Das Level wird niemals enden! Ich bleib hier! Okay, hier geht's nicht. Weird. Ich vermute, das ist im Wasserlevel einfach, weil das Wasser die Konsole ein bisschen leckt. Maybe. Hey, Rushjet! Okay, wie viel haben wir? 17:44. Wir machen es erstmal bis Stage Select, nicht Continue. Oh mein Gott, der sieht super weird aus, what the fuck. Ich weiß, Rabi, dass er erst noch ins Bett muss. Ich bin auch nicht 100% fit. I don't know. Ist irgendwie... Ja, fängt schon komisch an. Schneephysics? Kein... Oh, doch. Reverse-Schneephysics. Es fällt mir schwerer, mich zu... bewegen. Und hier habe ich sogar mit Anlauf und dann Slide. Oh mein Gott, das ist ganz schlimm. Ich mag das Level jetzt schon nicht. Ich bewege mich nur noch springend fort. Fuck this shit. Das ist halt die schlimmste Art von Eisphysik. So von wegen mit Anlauf und dann... Das ist ganz, ganz schlimm. Ich hasse diese Robos. Die haben halt einen Röntgenblick und können halt hier durchgucken, ne? Weißt du was hier? Ich flash euch einfach weg. Weil denen ist das egal. Du bist so kacke, ne? Diese Stage ist nicht nett. Keinen Millimeter. Okay, wo ist was? Da unten wäre Abgrund gewesen. Cool. Oh mein Gott. Fick diese Stage.
Das ist überhaupt nicht lustig. Und hier der Anfangspart ist ja schön und gut, ne? Ein bisschen nervig, shit happens. Aber der Part dahinter, holy shit. Die Viecher haben einfach mal die super weirde Hitbox. Kann mir jemand mal kurz und knackig erklären, wie Paypal funktioniert? Kommt drauf an. Wie möchtest du Paypal benutzen? Also normalerweise funktioniert Paypal so, dass du Paypal mit deinem Bankkonto verknüpfst und Paypal im Grunde genommen nur über Guthaben läuft. Das heißt, nehmen wir an, du kaufst irgendwas über Paypal ein und dein Paypal-Guthaben ist null. Dann bucht Paypal einfach das Guthaben, was dir quasi fehlt, von seinem Bankkonto nehmen, um quasi dein Paypal auszugleichen. Das ist pretty much Paypal. Ich hasse die Eisphysik. Oh mein Gott, wisst ihr, was Fakt ist? Dieser ganze Part, nope, nope, I don't deal with this. Überhaupt gar nicht. Das ist dumm, dümmer Mega Man. So viel zu dem Part. Hier herrscht auch noch Eis für 6 nett. Okay. Hey, die Chancen, dass wir heute frühzeitig Shanty spielen, steigen gerade enorm. Ich weiß nicht wieso. Maybe, weil das Spiel gerade anfängt, dumm zu werden. Ist doch obviously die Treppe. Bitte sag mir, ich kann den Shit kaputt schießen, der da rumläuft. Nein, kann ich nicht! Es wird ja immer besser. Ja. Rush, du bist so doof. Nein, 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 nein. Okay, okay. Dude, Rush bewegt sich immer in eine Richtung, ob ich will oder nicht. Oh, ist das dämlich. Okay. Dann macht das doch einfach. Also, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so schwer mit PayPal. Hast du deinen PayPal schon eingerichtet oder fängst du gerade erst an, dir ein PayPal-Konto zu erstellen? Fick dich, Game! Fick dich! Die Mechanik ist dämlich. Holy shit! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist das dämlich! Die Stelle macht mich gerade richtig aggressiv. Ich kann die nicht töten, egal was ist, ja? Das ist stupid. Thank you.
Ich würde es aber nicht mit meinem Bankkonto verbinden. Kann ich das auch Prepaid-Card-mäßig machen, so wie Steam-Guthaben zum Bleistift? Du kannst nicht von Prepaid-Karten auf PayPal überweisen. Was funktionieren könnte, was ich allerdings nicht weiß, ist, du müsstest irgendwie Guthaben einzahlen können. Bright auch nicht, Rabi. Ja, wollte ich gerade sagen, also ich weiß, dass du Guthaben überweisen kannst. Das müsste eigentlich gehen. So, dies Stelle hier macht mich gerade richtig aggressiv. Weil du kannst RushJet nicht mehr lenken. Sobald du einmal drauf springst, bist du halt im RushJet. Und dann geht der nur noch geradeaus. Ich kann nicht hoch, nicht runter, gar nichts hier in dem Screen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Okay, wir holen uns hier Energie für RushJet. Gehen dann hier ganz runter, benutzen den. Okay. Pff, was eine Scheiß-Screen, holy shit! Okay. So, Zeit für Safe States. What the fuck ist das? Das sieht aus wie eine Riesenmotte. Und wie wär's mit Pharao? Nö, nee, natürlich nicht. Pharao ist es nicht. Right? Nope. Sure. Ich kann meine Waffe immer noch nicht wechseln. Dankeschön. Toad. Nope. Toad ist es auch nicht. Drill. Ja, du müsstest was überweisen. Es ist halt nervig, dass du, auch nicht? Okay. Nee, Pharao hatten wir schon. Ring. Auch nicht. Das scheint ganz tolle zu sein. Aber ich habe das Gefühl, dass das so ziemlich an jedem Boss ganz tolle Schaden macht. Oh mein Gott, er wird schneller, oder? Bilde ich mir das ein. Ist normal, Anti. So muss das. Ich meine, du kennst mich aus dem TS. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich irgendwas spiele und nicht fluche? Das wäre dann irgendwie voll der unauthentische Stream, wenn ich ehrlich bin. Weil ich fluche immer. Oh mein Gott, ich kann die Waffe halt nicht gescheit verwenden manchmal. Das ist nicht dein Ernst. Double Kill? Come on. Er war tot. Okay, probieren wir nochmal weiter. Weil ich kriege immer gesagt, ich fluch komisch. Also ich fluch nicht so. Ja, natürlich, das funktioniert super. Das wäre super abstrus. Nö, natürlich nicht. Sag mal, da kann ich doch genauso gut Megabuster benutzen, oder? Das macht doch gefühlt keinen Unterschied. Echt keinen Unterschied. Ja, okay, das ist nervig.